So, da ist es wieder. Oh. Okay, da fehlt eine Gondel. Jetzt schauen, jetzt... Ja. Zum... Zur Achterbahn runter. Boah, ich freue mich. Diese Stützen, ey, das... Schon sehr geil texturiert. Also atmosphärisch der absolute Wahnsinn hier. Einmal schön mit den Regenbögen. Die haben halt eine ganze Menge Einhörner gebraucht. Don't be afraid. Wenn wir jetzt noch weiter im Spiel fortschreiten. Sie noch mal rufen. Welches Geräusch macht ein Fötus? Ne? Und noch einen Schritt weiter. Hört man da irgendwie so ein Blubbern? Oder ein als Antwort? Fehlende... Ich dachte, der Mond hat so eine Aurora um. Da hinten fehlende Kanzel? Kanzel? Die ist quasi gecancelt. Ich hasse Puppen. Ich brauch da... Oh, nee. Take Rollercoaster Ticket. Ohne Ticket kommen wir gar nicht rein. Scheiße. Geht nicht. Kannst du nicht... Ja, okay, das war ja harmlos. Puh. Uiuiui. Ein Spaß für die ganze Familie. Wo muss das Rad hin? Hast du ein Rad ab? A lot of people idolize their children. You hear them talking about their kids and just the way they talk. Their fucking voices make me want to vomit. My angel likes to read, and little Johnny is so good on the piano. Fuck those people! You give up 9 months of your life carrying them, you traumatize yourself giving birth to them, and then you spend the rest of your life as their slave. Wiping asses, mopping up piss, feeding them, little life-sucking monsters who take and take and take until... We all go insane. Any parent who pretends otherwise is just dishonest. That's called choice supportive bias. I am honest. Callum really grinds my gears, and he owes me everything. Everything! It'd serve the little fuck right if I just abandoned him. Okay. Aber ich mache es jetzt auch so vor, dass... Desto näher, also desto weiter wir kommen im Spiel, desto jünger wird er. Und desto mehr kommt sie auch wieder in diese... Ich weiß es nicht. Mann, halt. Aber gibt es nicht sowas wie eine Schwangerschaftsdepression? Aber ich kriege auch eine Depression. Es donnert hier schon wieder, es dröhnt schon wieder, es bollert schon wieder. Es ist schon wieder sehr, sehr... Alter, hätte ich vielleicht den anderen Weg gehen sollen? Dass wir wieder oben rum da vom... Da, wo wir diese eine Notiz gefunden haben, von da aus gehen. Alter, ist ja riesig. Wow. Oder ist das hier vom... Das ist doch vom Autoscooter. Wenn das alles zur Achterbahn gehört, heilige Scheiße.
Uiuiui. Okay, da geht's auch lang. Achso, ist abgesperrt. Ich dachte schon, das Ding steht da einfach so in der Buttnick rum. Dass die Kids da wirklich schnell hochklettern können. Hier ist ein Masten oder was? Mir scheint da hinten tatsächlich. Tatsächlich das Dach vom Autoscooter gewesen zu sein, was wir da gesehen haben über den Stein. Guck mal, hier ist irgendwie. Alter, schwer, so eine scheiß Hütte. Mittendrin. Wieso steht da eine Hütte? Okay, hier ist ein. Alter, was quietscht denn hier? Okay, das Gate ist offen. Boah, nochmal abgesichert wie ein. Was ist die Teile hier zu quietschen? Oh Mann. Ich frage mich auch, wenn wir nachher wieder am Eingang sind. Oder in der Sideshow Alley oder hier House of Horrors, wo wir auch noch rein müssen. Oh nein. Wenn wir da nach dem Jungen rufen, ist er dann immer noch jung oder kommt er wieder in das Alter zurück, wo er, wie wir ihn da in den Positionen auch gehört haben? Schwere Frage. Was quietscht hier, verdammt? Was rasselt hier? Was quietscht hier? Was ist hier los? Ist das okay so, wie es ist? Ich glaube nicht. Na gut. I always wanted to write this one. Never got around to do it before. Ja, das machen wir jetzt ja auch. Lorraine. Wie war das mit dem rausgesprungenen Wagen? Wo es drei Familien erwischt hat? Zu der Hütte kommt man nicht, ne? Nee. Ich sehe hier einen Scheiß. Ride Rollercoaster. Es ist niemand drin, aber das Licht brennt. Das ist ein kleiner Überwachungsmonitor. Wahrscheinlich können wir uns auch fotografieren lassen. Das wird dann so ein ganz, ganz ekliges Foto werden. Ich will nicht. Okay. Juhu! What do you want? We need to talk about Callum. What do you mean? What have you done to him? I? That's insulting. You and your boy are everything that this place doesn't want. The antithesis of what we stand for. Where is Callum? Poor child. He tried so hard to do what he was taught. He even left you a trail of breadcrumbs. But the park is just so hungry. Tell me where my son is. The witch has him now. Has both of you. No happy ending here, I'm afraid. Just leave me alone. Fool. You always were. Oh.
Weil natürlich ist nichts okay. Okay, wir verlassen das Ding jetzt von der anderen, zur anderen Seite hin. Das können wir auch nicht. Auf diese Seite auch nicht wieder einsteigen. Wir müssen hier also runter. Wir kommen also doch tatsächlich zu der Hütte. Ich muss hinten mal gucken. Ich würde sogar nochmal fahren, um das zu sehen, ob das Ganze nochmal wiederholt wird. Können wir nichts machen? Mit Page. Okay, er ist also der Meinung, dass das eventuell ihm halt Unsterblichkeit bringt, wenn er dieses Ganze, sowas Tolles halt den Leuten gibt. Das ist tatsächlich halt ein Autoscooter. Okay. Es ist dunkel, das ist so dunkel, das ist so dunkel. Take Flashlight, juhu. The witch awaits. Schon wieder. Okay, die Hexe erwartet uns. Ist das die Hütte der Hexe? Nein. Okay, das ist der Ausgang. Ich bin gespannt, ob der Eingang noch offen ist, ob wir nochmal fahren können. Callum has bruises on his arms, finger marks. Someone has been hurting him. I've asked him, demanded really, to know where he got the marks. But he doesn't want to answer me. Something has scared him into silence. He doesn't dare talk. He's been changing too. Something sinister lurks in the darkness behind his eyes. I catch him staring at me at odd moments. In the night, he tosses and turns and cries out words that I cannot understand. When I try to soothe him, he snaps and bites at my fingers. I think he wants to talk to me. I think he wants to tell me. They are watching him every minute of every day. They are whispering to him in his sleep, changing him. They are taking my baby away from me. I can't save him. There will be pain. But I love him, and in the end, he will understand why. Okay, sie hat also das Gefühl, dass jemand ihn beobachtet. Irgendwelche sie. Okay. Nein, wir können also leider nicht nochmal fahren. Was für ein Ritt. Ja, mit sie ist wahrscheinlich hier diese Stimme auch gemeint, die uns da irgendwie bla bla, ne? Die unseren Sohn quasi hat. Dass wir ihn nicht retten können. Dass wir ihm nicht helfen können. Alles diese Sätze, die einem eingebläut werden. Auch immer wieder gern von irgendwelchen Neidern, die dann halt irgendwie so... Die selber nur ihr Leben nicht geschissen kriegen, die in ihrem Dunst irgendwie... Da oben waren wir ja. Ihrem Dunstleben, ihren Dunstkreis nicht verlassen. Scheiße.
Ach, hier fehlen Stufen. Hier wären wir gar nicht runtergekommen. Ach so. Okay, geschickt gemacht. Geschickt gemacht. Ja, die haben dann allen versuchen einzureden, halt, was für ein schlechter Mensch man ist. Man kriegt sein Leben nicht hin, man kann gar nichts. Sie können alles besser, die sofort irgendwie mit Ratschlägen, mit beschissenen Ratschlägen vor allem zur Seite stehen. Und wieder ein Lichterbogen. Dann hoffen wir mal, dass die Taschenlampe eine Maglite ist, mit der wir der Fresse, der Hexe so richtig schnell alles aufs Maul geben können. Okay, dann wer ist doch hier in der Gegend, ey. Okay, hier sind die typischen Rummelgeschäfte, wie Dosen werfen und... Dosen werfen, Luftballons mit Pfeilen da draufballern und... Schießbuden und sowas. The whole town was shocked by that one. Never found out who did it. Sind da in der Hütte so ein Candy-Stand, Süßigkeiten-Stand, Cotton Candy, Baumwolle. Lalalalala. Entschuldigung. Zuckerwatte. Mit einem Zuckerwatte-Stand. Wurde halt die Leiche eines, oder Körper eines, Kindes gefunden, was bislang nicht identifiziert werden konnte. Es wurde von einer Gruppe Teenager gefunden. Darauf aufmerksam wurden, weil da so viele Krähen waren. Und National Winter hat ein Statement abgegeben. Wenn sowas passiert, also eine große Tragödie, eine wahre Tragödie, wenn sowas, wenn so etwas wie dieses passiert, besonders in einer Welt oder einem Platz, der entworfen wurde, um Spaß und Freude zu verbreiten. Die Crew, also die Mitarbeiter des Atlantic Island Parks, übergreichen ihre Kondolenzen und also an Freunde und Familie des Opfers. Und alle sind bemüht, halt mitzuwirken, dass halt dieser Fall dann auch zu den Akten gelegt wird. Und die Solomon Chronicles, also die Zeitung, wird jeden Tag über diese Sache berichten. Das heißt also auch Updates halt. Dann über Updates berichten. Also wenn es Neuigkeiten gibt, wird die Zeitung schon darüber schreiben. Ne, wahr? So. Schritte. Blut. Tüte mit Blut. This isn't a game, Callum. Don't let the witch put me in the oven. I'm not playing anymore, Callum. Mommy, I'm scared. Lass die Hexe mich nicht in den Ofen schieben, Mama. Noch mehr Blut.
Cotton Candy stand. Wo das Blut hinführt. Oh, oh, oh. Jumpscare, 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 Jumpscare.